Am Jahrestag der Bombardierung Dresdens haben tausende Menschen der Zerstörung der Stadt gedacht und einen Neonazi-Aufmarsch verhindert. Nach Angaben der Behörden waren etwa 600 rechte Demonstranten zusammengekommen. Rund 10.000 Gegendemonstranten hatten die geplante Route mit einer Menschenkette blockiert. Ich denke, es ist wichtig, dass ich für meine Stadt ein Zeichen setze, dass hier kein Platz ist für Extremisten. Ja, zum Gedenken an die Kriegsopfer und um ein Zeichen zu setzen gegen Rassismus. 3.500 Polizisten waren im Einsatz, 100 von ihnen wurden bei Ausschreitungen zwischen Links- und Rechtsextremisten verletzt. Im Februar 1945 wurden weite Teile des Dresdner Stadtgebietes durch englische und amerikanische Luftangriffe zerstört. Die genaue Zahl der Todesopfer ist bis heute unbekannt. Tausende Flüchtlinge hatten damals Schutz in der Stadt gesucht.